Jo, hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Hitman Absolutions. Wir haben das schon mal vor, ich weiß es nicht, 4, 5 Monaten gezockt. Und ich wollte damit weitermachen. Auf jeden Fall Link unten in der Playlist, da könnt ihr erstmal den Folge angucken, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, unbedingt reinschauen. Und wir fangen jetzt damit an. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist. Oh. Sie haben mich angerufen? Ja. Oh. Du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Also die hält ja nicht gerade ihre Brüste fest. Sorry, wenn ich das so reinwerfe. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Ja, wir beobachten sie definitiv. Alles klar. Gut zu wissen, dass wir sie beobachten. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Ist doch vollkommen in Ordnung. $37,50 die Nacht. Oder? Wir müssen reden. Rechne das mal auf den Monat hoch. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Und schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay, das ist unser Ziel. Alles klar. King of Chinatown. So Leute, herzlich willkommen im Let's Play. Es geht darum, dass wir ein Mädchen, was ihr gerade gesehen habt, was im Kloster abgegeben worden, beschützen müssen. Der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Korps. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Diener in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeber. Also, im Endeffekt. An einer Seitenstraße geparkt. Warte. Mehr weiß ich nicht, Mann. Okay. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Im Endeffekt müsst ihr bitte mal die ersten beiden Folgen gucken, die gibt es ja auch schon auf dem Kanal. Wie gesagt, Link zur Playlist unten in der Videobeschreibung. Und ich habe absolut keinen Plan, wie ich was mache. Wenn ihr das noch nicht so ganz verstanden habt, dann müsst ihr bitte, 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 bitte die letzten beiden Videos gucken, damit ihr so ein bisschen in die Story reinkommt. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo unsere Zielperson sich rumtreibt. Und zwar, der hat ja, ich muss da mal eben gucken, der hat ja Leibwächter, soweit ich das verstanden habe. Und alle diese Leibwächter könnten wir irgendwie ausschalten. Da oben, ach da oben, hier, telefonieren die beiden? Die telefonieren miteinander. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach den Typen da killen? Mal angenommen, finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Haben wir hier irgendwas zum Werfen? Nein, aber wir können es so machen. Ja gut, dann haben wir es jetzt... Ich würde mal sagen, krass gemacht. Das war, würde ich sagen, ein ganz kurzer Prozess. So, hier loswerden. Einmal reinstellen. Das war jetzt... Es war ja mal richtig sneaky. Dafür, dass ich das so lange nicht mal gezockt habe, das Game war, das war ja mal richtig sneaky. Gut, okay. Der Typ... Tag auch.
So, ich stell dich mal ruhig. Zack! So, ruhig gestellt, verkleiden. Schleppen. Zack. Komm mit. Wir stellen dich hier, da jetzt einfach mal in den Schrank. So. Und hier rein. Perfekt. So, erstmal chillen. So, wir müssen jetzt mal schauen. Was haben wir denn hier? Hallöchen. Okay, der Typ. Was ist denn der? Steht der da immer noch? Nee. Der steht da unten mittlerweile. Okay, nee, dann versuchen wir es einfach ganz strikt als normaler Boss, sage ich mal, da runter zu gehen. Guck mal, ob wir den irgendwie überzeugen können. Von unserem Stoff. Wo ist denn der Typ? Da hinten. Den hätten wir theoretisch mit der Sniper erwischen können. Theoretisch hätten wir das wirklich tun können. Aber der will sich ja mit uns treffen. Wir sind jetzt halt sein Drogendealer, soweit ich das verstanden habe. Und, Entschuldigung. Er ist gerade pinkeln. Vielleicht sind wir da gerade ein bisschen unpassend. Wir gehen schon. Tschüss. Gucken die mich immer noch an? Wollte schon sagen. LOL! Was ist der für ein Bug? Das ist die Doppelzigarette. Habt ihr den Bug? Yo. Geiler Typ. Hallo, endlich. Zeig mir die Ware. Nein, ich werde keine elterliche Erlaubnis dafür unterschreiben. Ja, komm mit. Ne, wir greifen einfach öffentlich an, okay. So kann man es auch hin. SWAT-Team ist unterwegs. Alles gleich. Das SWAT-Team ist unterwegs. Verdammter Mist. Wir haben hier die größte Scheiße am Laufen, die überhaupt nur laufen kann. Hab ich das Gefühl. Nein, kann man hier nicht. Oh Junge. Rüber irgendwie. Hallo? Hier rüber? Ach, hier, zack. Hier rein. Wir müssen jetzt so lange warten, bis wir hier safe sind. Also quasi, bis die Luft wieder rein ist, ja. Hoffe ich mal. Okay. Die suchen mich nicht mehr. Ich muss halt irgendwie mein Outfit loswerden, das ist es einfach. Ah, das werde ich nicht, weil zwei vom Eingang stehen bleiben. Okay, die beiden gehen weg. Die beiden gehen weg, also ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier unten, zack, auf der Minimap. Müsst ihr einfach mal schauen. Steht er vor der Kiste oder steht er nicht vor der Kiste? Er steht an der Kiste, also hinter der Kiste theoretisch. Drei Stück hinter der Kiste, aber hinter der Kiste kann ich nicht greifen. Ich kann nur vor die Kiste greifen. Was ist das ärgerlich. Verdammter Mist. Richtiger Code. So, die mal sagen. Genau, die gehen jetzt weg. Hau rein. Der nächste soll bitte geh auch. Bitte. Danke. Und der haut jetzt auch ab, ja? Ne, er scheint da stehen zu bleiben. Egal. Problem was. Verstärkung schon wieder. Das gibt's doch nicht. Na gut. Okay, müssen wir gucken, wie wir es reißen können. Würde sagen, einfach alle plätten, oder? Na komm, down. Scheiße, nachladen. Hau ab! Anschießen reicht ja schon. Aber wir verlieren so arsch viele Punkte. Alter Scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber wir verlieren so viele Punkte.
Sabotage? Keine Ahnung, was ich gerade gebracht habe, ich fehle ihnen so viele Punkte. Das gibt es nicht. Hier, zack. So, wir haben jetzt neue Kleidung. Oh, misstrauisch könnte sie noch werden, alles klar. Okay, bitte. Bitte geht weg. Bitte, bitte haut ab. Ah, danke. Warte mal. Wir könnten jetzt eigentlich, wenn wir Glück haben, fröhlichst hinausspazieren. Probieren wir das einfach mal. Bringen Sie sich lieber in Sicherheit. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nice. Sexy. Chinatown verlassen. Check. Eine kleine Spende für den alten Tag. Er hat gesagt, er will eine Spende haben. Okay, unsere Kontaktperson scheint im Bus zu sein. Und hat einen Taubenfetisch. Hm. Jeder dem sein, würde ich sagen. Ich brauche ein paar Informationen. Juckt. Davon lebe ich. Information. Sie wollen Informationen. Und Tauben. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Sie soll von mir ausspioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ich glaube, wir machen keine Witze. Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Oh. Das da. Er traut sich nicht, das Angebot festzulegen. Er traut sich wirklich nicht. Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Ich würde ganz gern wissen, was in dem Koffer drin ist. Gut, tun Sie das. Na gut, so viel dazu. Das war unsere zweite Mission. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja. Und meine Damen und Herren, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Und wie gesagt, wir sehen uns jetzt jeden Sonntag um Punkt 12 bei Hitman wieder. Wiederschauen und reingehauen. Tschüss.